Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. So, und damit an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen, schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Und ich darf die beiden Cheftrainer auch ganz herzlich begrüßen, von uns Stefan Neidl und Christian Fiel. Und wie üblich gebührt dem Gast das erste Statement und das erste Fazit. Deswegen Ihr Wort zum Spiel. Ja, Leidlinger, für dich und deine Jungs erstmal. Gratuliere zum Sieg. Wir sind mit einem klaren Plan ins Spiel gegangen, den wir, glaube ich, ganz gut umgesetzt haben. Wir machen große Fehler einfach, die du nicht machen darfst. Liegen dann zur Halbzeit zurück. Ich glaube, wir hatten die ein oder andere Szene, wo wir gefährlich werden, aber da sind wir nicht zwingend genug. Ich denke dann Möschi, der ein paar Mal auf der linken Seite durch war, und dann kriegen wir den Ball einfach nicht aufs Tor oder nicht so, wie du es in der Situation machen könntest. Dann gehst du in die Halbzeit mit 0-2 und versuchst dann in der zweiten Halbzeit die letzte 100%ige fehlt dann, glaube ich. Musa hat einen Kopfball, aber Fürth hat dann gut verteidigt, immer wieder geschlossen und es uns schwer gemacht. Ja, und dann stehst du einfach mit leeren Händen da und fährst mit 0 Punkten nach Hause. Es hilft nichts. Ich habe es zu den Jungs gesagt, wir müssen die Köpfe hochnehmen, dass das im Moment eine schwere Situation ist. Ich glaube, das ist klar. Aber nächste Woche können wir es wieder besser machen. Danke. Vielen Dank. Stefan, kommen wir direkt zu dir und deinem Resümee. Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, ich glaube, für uns ein sehr wichtiger Sieg, gerade nach den letzten 3 Punktspielen, die wir ja verloren haben. Und schon das Wort Krise hier aufgetaucht ist, was ich nicht ganz nachvollziehen kann bei den Gegnern, die wir gehabt haben, muss man das, glaube ich, schon auch richtig einordnen. Das haben wir im Verein auch getan und war einfach wichtig für uns als Mannschaft, auch für das komplette Umfeld heute, das Spiel zu gewinnen gegen eine Dresdner Mannschaft, wie ich es im Vorfeld schon gesagt habe, die ein richtig gutes Positionsspiel hat. Wir mussten einfach sehr, sehr viel investieren, gerade was die Laufbereitschaft betrifft oder betraf. Das hat meine Mannschaft gemacht. Ich glaube, wir sind gut ins Spiel gekommen. Wir hatten schon zu Beginn den ein oder anderen Pressing-Moment, haben dann gut umgeschalten und haben heute dann aus diesen Situationen eben auch Kapital geschlagen. Und Kater hat dann 2-mal getroffen. Wir haben in der ersten Halbzeit durch Sebi Ernst noch eine gute Chance, einen Schuss vom 16er. Sind dann in die Halbzeitpause. Haben uns dann eigentlich vorgenommen, noch höher zu pressen und noch höher zu attackieren. Ist uns leider nicht so gelungen und die Dresdner haben dann schon das Spielgeschehen kontrolliert. Aber meine Jungs haben das einfach heute richtig gut verteidigt und wie gesagt, bis auf den einen Kopfball von Kone auch nichts mehr zugelassen. Ich glaube, wir hatten noch die eine oder andere Situation, wo wir einfach in Umschaltmomente, in Kontersituationen kommen, die wir vielleicht besser hätten nutzen können, um den Deckel dann auch früher drauf zu tun. Aber im Endeffekt sind die 3 Punkte wichtig. Die Art und Weise, wie wir heute gekämpft haben, wie wir auf dem Platz standen, wie sich die Mannschaft unterstützt hat, einfach lobenswert. Und deswegen Glückwunsch an meine Mannschaft. Ja, Fielo, dir natürlich weiterhin viel Erfolg. Und du wirst das Schiff wieder in die richtige Richtung bringen, bin ich davon überzeugt. Dankeschön. Danke an die beiden Trainer. Gibt es Fragen in der großen Runde? Da vorne ist ein Handzeichen. Das Mikro kommt von rechts. Christian, du hast die mangelnde Offensive angesprochen. Kannst du noch mal was zu den 2 Gegentoren sagen, präzise darauf eingehen, wo du eine Fehlerquelle siehst, wie sie entstanden sind, wie du sie gesehen hast? Oh, ich glaube, zum ersten Tor brauche ich dir nichts zu sagen. Wir spielen 17 Meter vor dem Tor, glaube ich, dem Gegner den Ball in die Füße. Und beim zweiten Tor machen wir einen großen Fehler in der Restverteidigung, weil wir in dem Moment einfach nicht den klaren Kopf haben und meinen, wir müssen noch mit vorne reindribbeln. Ballverlust und dann geht die Post ab und Sachen, die nicht passieren dürfen, aber die heute passiert sind. Gibt es weitere Wortmeldungen?
Dann noch eine Statistik zum Ende. Wenn sich die Statistiker nicht verzählt haben, dann haben wir heute unser 800. Spiel in der eingleisigen zweiten Liga gemacht. Das 400. Heimspiel passenderweise auch dazu. Also wenn da keiner einen Rechenfehler dabei hatte, dann diese Statistik noch am Ende. Ansonsten unseren Gästen einen angenehmen Nachhauseweg und Ihnen, euch allen, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.